You can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge Valheim. Wir machen heute nochmal den Sumpf. Ich habe noch nicht groß weitergebastelt hier. Sorry, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ich werde es definitiv in den nächsten Tagen schaffen. Ich habe gesehen, wir können uns doch noch eine Erweiterung leisten. Wir haben nämlich 13 Eisen und ich war gerade vor Aufnahme noch mal ein bisschen Leinzwirn einsammeln von den guten Spinnrädern. Das bedeutet, wir können uns noch was leisten. Ich weiß gar nicht, wo das Eisen jetzt herkam. Ich hatte noch 6 in der Tasche und 7 Stück waren noch in der Truhe, glaube ich. Ich bin irgendwie von ausgegangen, dass wir out of Eisen sind, aber naja. Also, wir können noch irgendwas erweitern und ich würde sagen, wir hauen jetzt hier einfach mal den Brustpanzer auf Max. Zack, dann haben wir das nämlich und brauchen uns um den nicht weiter kümmern. Jetzt müssen wir mal schauen. 9 Eisen für das Ding. Und der Helm noch. Hä? Ach hier, gepolsterter Helm. Brauchen wir nochmal 10 und dann noch eine Stufe weiter. Okay, also hier fehlt schon noch ein bisschen was. 4 Eisen haben wir noch. Ja, wir gehen auf jeden Fall in den Sumpf, Leute. Ich möchte noch ein bisschen Eisen sammeln, dass wir hier den ganzen Spaß endlich fertig haben. Ich werde heute gleich mal 2 Folgen hintereinander aufnehmen, weil ich bis Ende der Woche nicht da bin. Aber heute Abend sollte ich es schaffen, mal noch ein bisschen am Dach weiterzuarbeiten. So, zack. Ja, den Rest können wir lassen. Guck mal hier, zack, haben wir 15. Jetzt lass noch mal gucken. Wir hatten bisher nur die Maske. Haben wir das hier hergestellt oder drüben? Wo haben wir es? Wurzel, Wurzel, Wurzel. Ich glaube, das haben wir hier an der normalen Werkbank gemacht. Ja. Brauchen nur 10 Wurzeln, also können wir dann auch schon herstellen. Und Kyras auch. Also brauchen wir noch 5 Wurzeln. Also, eine Monstrosität noch, dann haben wir die Wurzelrüstung komplett. So, zack, hier reinsnacken. Tränke haben wir dabei, außer Gift. Immer gut, wenn du in den Sumpf gehst, wirst du schon nicht vergiftet. Ausgeruht passt auch, perfekt. Ja, also heute Abend schaffe ich's. Dann ist das Dach fertig, dann können wir uns in den nächsten Folgen hier endlich an die Inneneinrichtung machen. Und ich muss nochmal kurz hier gucken, aber ich glaube, das hier gefällt mir echt gut. Also zumindest so. Vielleicht kommt noch ein bisschen mehr Schnörkelei mit rein. Hier so eine Verzierungsdinger oder sowas. Irgendwie noch mit ran. Mal gucken. Ich hab Bock, ich hoffe ja auch. Also, Attacke. Wir haben ja das Dings, ja, Spitzhacke ist fertig, also repariert, meine ich. Wir haben das Portal ja direkt an die gute Krypte gestellt. Und wir waren hier ja auch noch nicht komplett fertig. So. Ach schön, einfach mal ins Portal und direkt wieder in der Krypte. Freut mich. Warum ich das so lange davon habe stehen lassen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ach, und den Reif. Ja, ich habe überlegt, hier im Sumpf oder gerade hier in den Krypten könnten wir eigentlich den Reif mal wieder mitnehmen. Das würde Sinn machen. Damit wir hier ein bisschen mehr sehen, oder ihr vor allem. Hier haben wir nichts weiter drin gelassen. Wegvisier kennen wir schon. Verwitterter Knochen her damit. So, aber wir hatten irgendwo hier hinten noch. Ach, hier genau. Hier haben wir alles reingeschmissen. Machen wir uns gleich wieder voll damit. Und hier ist noch Eisen. Ja, wir gehen die Folge jetzt nochmal ein bisschen auf Eisenjagd. Dass wir die gepolsterte Rüstung, also wir werden jetzt die Folge nicht komplett gemaxt kriegen, aber ich nehme ja wie gesagt 2 Stück hintereinander auf. Dann machen wir das nächste Folge noch. Ich hoffe, ich bin euch nicht zu sehr auf den Sack gegangen mit Eisen sammeln. Aber das sind halt auch so Sachen, die will ich halt auch nicht ohne euch machen. Weil man kommt da doch immer mal wieder hier in so eine neue Krypta rein und so. Nö, da müsst ihr euch schön durchquälen. Wir haben dann so langsam aber sicher auch schon so gut wie alles durchgespielt, ne? Also wir müssen den Hot Tube noch bauen. Gar keine Frage. Die Wurzelrüstung werden wir jetzt auch in der heutigen oder in der übermorgigen Folge schaffen. Ich denke mal, eine Monstrosität kommt bestimmt nochmal. Ich meine, klar, es gibt ein paar Waffen und so, die wir noch nicht gebaut haben. Das kommt alles noch, aber ansonsten werden wir den Endboss da noch besiegen. Haben wir es eigentlich schon so gut wie geschafft? Bisschen traurig. Aber es gibt ja noch genug zu tun, also. Noch kein Ende in Sicht. Komm, jetzt gönnen wir mal den einen Schlamm noch. Jawohl, war natürlich nichts mehr drin. 13 Stück schon wieder zusammen. Hier ist nichts mehr.
Hier liegen noch Lederreste, aber irgendwo ist noch ein kleines Ding. Auch nichts drin gewesen. Hier sind wir auch durch. Ne, hier unten noch. Auch nichts drin. Schade. Aber hier geht's noch weiter. Ja, ich weiß gar nicht, was braucht man so? 40 Eisen oder sowas bestimmt. Damit wir die Gepolsterte noch voll kriegen. Aber wir brauchen halt so auch noch Eisen für die verstärkten Balken und alles drum und dran. Ist hier noch was? Irgendwo? Das treffe ich bestimmt im Leben nicht. Ah, doch. Aber nichts mehr drin. Naja, 14 Eisen. Okay. Hey, hier war noch was. Hallo? Hier oben. Ja, gut, komm. Können wir lassen. Den Pilz lassen wir hier. Mal gucken, ob es hier auf der anderen Seite noch irgendwo weiterging. Was ist denn hier eigentlich für eine krasse Wurzel? Warte mal, wir haben doch die Dings mit. Was ist das? Ah, okay. Gut, ich wollte bloß mal gucken. Hier geht's nicht weiter. Gut, die ist finito. Aber war trotzdem ergiebig. Ah nein, noch nicht. Ah, nicht. Ah, da geht's sogar noch weiter. Geil, okay. Ja, schaffen wir die so nächste Folge auf jeden Fall. Ein bisschen Eisen sammeln. Endlich die gepolsterte voll kriegen. Passt. Da müssen wir nochmal gucken. Wir müssen auf jeden Fall nochmal ins Gebirge. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt heute abends schaffe, dass wir das Dach fertig kriegen, dann würde ich mit euch die nächsten Folgen erstmal wieder ein bisschen bauen, weil wir waren jetzt echt genug Ressourcen sammeln. Wir waren viel in den Ebenen unterwegs. Ist das nochmal ein Eisenhaufen oder was ist das? Also hier ist auch ein Spawner, aber ey, der hat zwei Pfeile hintereinander geballert. Oh, hier ist eine Truhe. Komm schon. Jawohl. Haha. Aua. Ach nee, hier hinten stehen die kleinen Schweine. Kommt her. Komm. Pfeile zu blocken ist halt immer noch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ja, ist ja gut. Wir hätten vielleicht erst den Spawner wegmachen sollen. Komm. Kam noch einer raus. Hallo. Wir probieren's. Oh, geil. Geschafft. Auf Anhieb. Ja, also ich denke, wir waren wirklich genügend sammeln aktuell. Es wird mal wieder Zeit, ein bisschen zu bauen. Und dann mal schauen. Dann machen wir ein paar Baufolgen und dann geht's nochmal ab ins Gebirge, ein bisschen Silber sammeln. Oh, oh ne, ich bin voll. Ach, Mist. Wir haben auch hier gar nicht alles mitgenommen, aber ich kann schon wieder wahrscheinlich nicht wirklich irgendwas weglegen, weil das alles fast nichts wiegt. Ja, nein, was mache ich denn? Ah, 17 Kilo plus zu viel. Aber ich krieg keine 11 Kilo mehr weg. Na gut, vielleicht die Pfeile, die wiegen, glaube ich, ein bisschen was, oder? Na, nicht wirklich. Knochen wiegen 8 Kilo, reicht immer noch nicht. Nee, schade. Da müssen wir nochmal her. Was soll's? Wir müssen eh noch mal in den Sumpf. Komm, dann mach mal so. Dann nehmen wir halt den ganzen anderen Scheiß mit. Na, aber ich will das hier nicht so liegen lassen. Da habe ich Schiss. Lederreste können liegen bleiben, okay. Aber hey, da haben wir doch schon relativ viel zusammenbekommen. Geil. Ja, dann auf jeden Fall Gebirge Silber sammeln, weil der Torger Fangzahn, der muss auf jeden Fall noch ein bisschen nach oben. Da sind wir etwas schwach unterwegs, was unseren Bogen angeht. Damit es am Ende gegen den guten Yaklu etwas leichter wird. Ich habe echt keine Ahnung, ob wir den mit Pfeilen besiegen können. Wir werden es herausfinden. Und wir brauchen schon wieder Kohle, ne? Da hinten liegt was, aber ich glaube, wir können gleich nochmal ein bisschen was nachpfeffern. So, zack, komm, dann hau ich hier mal alles rein. Wir können eigentlich von den Dingern auch mal noch zwei Stück bauen. Oh, und ich muss niesen. Ah, hör doch auf, Körper. Mach nicht so einen Scheiß. Ja, erfolgreich unterdrückt. So, Münzen, 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 Münzen. Hier haben wir Münzen. Münzen, zack. Edelsteine haben wir das und das. 27 gelbe Pilze schon wieder gesammelt. Sehr schön. Können wir wieder Tränke draus brauen. Innereien. Ah, doch, Innereien haben wir doch relativ viel. Perfekt. Gibt's wieder ein paar Würstchen bald.
Boah, es ist alles voll, ne? Das muss ich auch. Also wenn wir Baufolgen machen mit Haupthaus Neues drüben, dann machen wir definitiv hier auch Lagerraumerweiterung. Das kann ja so nicht mehr angehen. Das ist ja echt mittlerweile. Überall, wo ich was reinwerfen will, ist hier Schicht im Schacht. So, jetzt guck mal. Haben wir das bei sonstigen? Jo, haben wir. Da haben wir die Ketten und da haben wir das. Ja komm, wir müssen die Knochen jetzt noch mit rein. Wir können auch die Giftpfeile mal hier entsorgen. Wir haben doch Nadelpfeile. Stein ist, glaube ich, auch. Stein ist einfach komplett voll. Oh, und guck mal, wir haben noch einen Rubin. Ja, den Flug und so bräuchte ich jetzt prinzipiell auch nicht, aber... egal, wir hauen die Kohle jetzt noch rein. Machen gleich nochmal neue, legen uns pennen und gehen wieder rüber. 10 Minuten gerade mal rum. Dafür haben wir echt schon ein bisschen was geschafft, also ich weiß gar nicht. Was haben wir denn jetzt? 30 Eisen oder so gesammelt? Ich glaube sogar mehr. In 10 Minuten? Das ist schon in Ordnung. Komm. Wo ist denn das jetzt gelandet? Hier oben drauf oder was? Natürlich. Wer kennt's nicht, reißt es ab und es fliegt erstmal in die Luft. Bin mir gerade gar nicht sicher. Haben wir komplett Flachs wieder Dings gemacht, hier wieder angeerntet? Ich glaube ja doch unten, aber die oberen Felder nicht, ne? Aber das eine Feld unten, wo die Lokse uns die Gerste rausgerupft haben, ich glaube, da haben wir wieder Flachs reingehauen. Ihr seid hier komplett out of Kohle. Hä? Hat mir nur so wenig Kohle gemacht? Ach, verdammt. Jetzt habe ich es wieder sehr ungleichmäßig aufgeteilt. Naja, komm, wir gehen pennen. Geil, die Rüstung bald, Max. Sehr schön. Beste Rüstung. Und fast komplett. Es geht voran, Leute. Es geht voran. Und auf das Gebäude bauen habe ich so dolle Bock. Ja, falls ich heute wieder anders aussehe, irgendwie, ich weiß es nicht. Ich muss unbedingt mal die ganzen Einstellungen in meiner Kamera speichern. Das ist halt, keine Ahnung, irgendwie, wenn du die 2-3 Tage nicht benutzt, dann setzt sie das wieder zurück. Aber man kann das auch einspeichern. Das wollte ich schon lange mal machen. Also, das mit dem Fermentierer gerade und mit der Kamera muss ich auch mal machen. Weil es nervt, wenn ich jedes Mal hier einstelle und dann irgendwie anders aussehe. So, gut. Kohle einsammeln. Und dann wieder ab in den Sumpf. Ich will auch unbedingt mit euch hier im Haus mal demnächst noch Objektständer basteln und die gelben Pilze oder irgendwas anderes mit reinhauen. Ja, das mit den Fackeln nervt echt auf Dauer. Können mal schauen, aber wir müssten... Na gut, es könnte am Leinenzwirn scheitern. Ich sag mal, Eisen haben wir auf jeden Fall genug für die nächste... für das nächste Upgrade. Wir gucken mal. Zack. Erstmal reparieren. Was kosten die Eisenspiele? Ach, 20 Eisen, ey. Nee, das ist es mir gerade nicht wert. Und das scheiß hier Dings braucht 30 Leinenzwirn. Nö, dann machen wir den Helm jetzt hoch. Bam, auf die 3. Der braucht dann wahrscheinlich genauso viel wie der Rest, ne? Beinschienen brauchen 9 Eisen und der Helm braucht... Ne, der braucht sogar 15 und 30 Leinenzwirn. Okay, krass. Wir haben gar keinen Flachs mehr am Start. Ach komm, wir machen jetzt nochmal fix in die Ebenen. War jetzt nicht geplant, aber bringt uns auch nichts, wenn wir hier Eisen sammeln und können es dann trotzdem nicht upgraden, weil Leinenzwirn fehlt. Ich weiß nicht, haben wir hier noch irgendwo Flachs mit drin? Hier waren zumindest noch ein Leinenzwirn, das ist Gerste. Und die anderen habe ich alle leer, ne? Ne, nicht ganz. Ah, okay. So, Ebenenbasis. Wir gucken mal. Müsste ja wieder ein bisschen Flachs am Start sein. Flug haben wir auch einstecken. Dann können wir gleich wieder welches pflanzen. Und wir hauen in der Zeit auch Loxi noch. Ah, ich habe keine Moltebeeren einstecken. Müssen wir noch fix ein paar Moltebeeren sammeln. Wenn wir einmal hier sind, können wir die Zeit nutzen, dass Loxi sich zähmt. Kann natürlich auch sein, dass sie noch genügend da liegen hat, aber so wahrscheinlich. Aber geht ja schnell. Die wachsen ja auch überall.
So, Loxi, wie sieht's denn aus bei dir? Obwohl, die hat keine mehr liegen. Ja, die wahrscheinlich alle geknabbert, als ich nicht da war, und dann bringt's mir nichts. Feini, 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 jawoll. Sehr gut, so. Was haben wir hier? Hier liegt bloß noch Gerste rum. Ah, ich will nicht so nah an Loxi ran. Okay, hier, komm, Flachs. Werd fertig. Das sieht ja noch nicht mal annähernd nach fertig aus. Krass, haben wir erst so wenig Zeit verbracht? Anscheinend schon. Schade. War es doch ein bisschen umsonst. Jetzt hätte ich mal vorher geguckt. Hätte ich nicht Loxi gefüttert. Naja, was soll's. Komm. Auf zurück. Noch ein bisschen Eisen sammeln. Dann können wir halt nächste Folge das Flachs abernten. Aber ich habe halt doch irgendwie recht viel Flachs verbraucht jetzt, ne? Jetzt so viel Leinzwirn hergestellt. Das ist schon irgendwie geil. Eigentlich hasse ich den Nebel im Spiel, aber wenn er hier so in meiner Basis drin rumschwirrt, halt kurzzeitig aus den Ebenen mitgenommen, dann finde ich es schon wieder geil. Ich höre irgendwas. Ich glaube, so ein Feuervieh. Nö. Na gut. Ja, dann machen wir dann in der nächsten Folge, die nehme ich ja wie gesagt gleich noch mit auf, dann machen wir da nochmal die Ebenen. Da müssen wir aber echt mal gucken, weil der Flachsbestand ist doch ganz schön runtergegangen. Wir haben sehr, sehr viel von dem Geernteten verarbeitet. So, her mit dem Scheiß. Komm, nehmen wir auch wieder alles mit hier. Und abbauen. Ist ja echt riesig, das Ding. Hier haben wir bloß noch Pilz. Na, mal gucken, was hier drüben noch kommt. Wieder ein Schrotthaufen. Geil, Leute, geil. Ich freue mich. Komm, zack, her damit. Wie viel haben wir jetzt schon einstecken? 9 Stück. Ja, die Spitzhacke steht jetzt erstmal ganz hinten an. Sagen wir es mal so. Ich will wirklich vorher die Rüstung haben. Ich meine, es reicht sowieso, um hier Eisen zu sammeln. Weil wir sind inventartechnisch eher voll, als die Spitzhacke aufgibt. Von daher ist das erstmal nicht so wild. In den Teergruben nervt es manchmal ein bisschen, aber okay. Da will ich aber vorher die Rüstung haben. Guck mal, 3, 4, 3. Wir müssen nur noch 2 Upgrades machen. Ich weiß nicht, wir können da noch Loks umhangen und sowas machen, aber prinzipiell haben die eh alle nur einen Rüstungswert von 1. Die bringen dann zwar alle immer irgendwie noch so eine Extra-Fähigkeit mit rein, wie halt bei dem Ding resistent gegen Eis, aber rein von der Rüstung her macht es erstmal nicht so viel aus. So. Wir nehmen uns jetzt... Ach, Mann. Das ist mir so lange nicht passiert und jetzt gleich zweimal hintereinander. Knochenwand hieß das Ding, ne? Genau. Kein Platz. Ach, komm, hör doch auf. Ey, hier Leder. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Leder noch machen soll. Die Augen müssen ja auch noch irgendwo liegen. Ach nee, Augen haben wir, Edelholz haben wir, das ist das normale Holz für die Werkbank. Brauchen wir genauso. Ja, was haben wir denn jetzt weg? Wir können uns ein Brot reinfuttern. Auf zur nächsten. Jetzt können wir hier erstmal das Ding wieder entfernen. Ich bin stolz auf mich. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe mal direkt was von der Karte gelöscht. Ja, leckedy-leck. So, das Ding ist offen. Haben wir auch gar nichts markiert. Also nehme ich mal an, dass das Ding irgendwie fertig ist. Das ist noch zu. Perfekt. Aber keine Monstrosität. Wir brauchen nur noch eine. Haben wir auch die Wurzelrüstung komplett. Auf jeden Fall schon mal ein paar Schrotthaufen. Sehr schön. So, wie viel haben wir denn aktuell? Wir haben 10 Stück. So eine Truhe wäre geil. Einfach nochmal so 20 Eisen in der Truhe. Dann wäre... Aua. Vor allem wo? Ach, den siehst du aber auch überhaupt nicht, ne?
Und ich will den nochmal perfekt blocken. Der nimmt das Ding in die Hand. Warten. Jetzt. Jawohl. Mensch, klappt doch relativ gut. Truhe, Truhe, Truhe. Oh, warte, Scheiterhaufen. Nee, nicht so. Was war das Geiles? Habt ihr das gesehen? So. Bitte Eisen. Ach, Mann, wieder nur Scheiß, der den Inventar voll macht. Also die Ketten will ich haben. Aua. Was soll denn das? Hä? Geh doch weg. Jetzt sind wir schon wieder komplett voll. Die Knochen können weg. Ketten nehmen wir mit. 12 Eisen. Kommt, Leute. Wir haben es bald geschafft. Aber trotzdem Wahnsinn, wie viele Krypten hier so rumlungern, ne? Können wahrscheinlich noch 3000 Eisen sammeln, nur in dem Gebiet hier. Das ist bloß noch Leder, aber komplett voll sind wir noch nicht. Nö. Oh. Oh, 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 das sieht gut aus. Eine Kiste, zwei Kisten, drei Kisten. Leute, hier muss Eisen drin sein. 20 Stück. Und zu voll. Ah, ach Mann. Na gut, komm. Wir nehmen jetzt mal so viel mit, wie geht. Zack, nach Hause, loswerden. Hier geht schon noch ein bisschen was. Naja, das war zu viel. Geil, und da sind noch mehr Truhen. Ich will noch nicht reingucken. Wir machen erstmal nach Hause. Packen den ganzen Spaß in die Kisten und gehen nochmal gucken. Jawohl, das war der Jackpot. Ich glaube, dann reicht's. Also, dann müssen wir uns bloß noch um Linesman kümmern. Das machen wir in der nächsten Folge noch. Zehn bisschen Loxy, gucken mal, dass das Flachs fertig wird. Ja, komm, wir packen das jetzt erstmal fix hier rein. Und dann kann das nachher alles brutzeln. Geil. Oh, wir haben aber auch Glück, ne? Also ich weiß gar nicht, aber so gefühlt, ihr wisst, ich bin vergesslich, aber gefühlt würde ich jetzt mal behaupten, dass das Ewigkeiten gedauert hat, bis wir das erste Mal so eine richtig geile Kiste mit 20 Eisen hatten. Und jetzt, gefühlt jede zweite, dritte Krypta, ist so ein Ding am Start. Zack, zack, zack. So, hier, bam, her damit. Und jetzt gucken wir, nächste Kiste. Warte, erstmal den Spaß. Oh, wenn das nochmal wäre. Na, schade, aber die Ketten sind auch geil. Die brauchen wir noch fürs Schild. Ah, okay. Aber ich bin trotzdem happy drüber. I'm happy now. So, komm, zack. Jawohl, da haben wir ordentlich Eisen. Das passt jetzt noch. Nächste Folge Leinswirn kümmern. Und ab geht die Miets. Zum Bauen. So. Auf den Endboss, den lassen wir noch ein bisschen. Der muss sich erstmal beruhigen. Ich habe gehört, er ist aggro. Der wird erst ab Tag 600 wieder ein bisschen entspannter. Boah, alles voller Schrotthaufen. Wie geil, ey. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Komm, wir nehmen noch so viel Eisen mit, wie geht. Weil dann ist cool, dann können wir uns um das Flachs kümmern. In der Zeit kann das Eisen brutzeln. Wir können trotzdem mal gucken, ob wir mal noch so einen Kohlenmeiler basteln. Irgendwie. Dadurch, dass du immer nur 10 Stück reinhauen kannst, ist es immer ganz schön wenig. Und dann brauchen wir auch wieder einen Abzug und sowas. Oder wir bauen es einfach mal mit hinters Haus. Einfach so und basteln das später irgendwie mal noch schön rein. Mal gucken. Na, hau doch. Das war's schon. Hier ist noch was. Komm. Komm schon. Hallo. Ja, will nicht. Wie sieht's aus? 300 Kilo gerade mal. 22 Eisen. Hier ist nichts mehr. Hier kommt der nächste. Vor allem auch alle so riesig, ne? War ja mal eine komische Ansicht. Aber irgendwie auch cool. Da gab es nochmal Eisen, das ist auch so gut wie leer. Ja, wirklich ergiebig ist es nicht, aber guck mal, schon wieder fast 30 Eisen zusammen. Ich will mich mal nicht beklagen. Ah, ich habe schneller meinen Monitor gespuckt. Da wartet schon ein Kumpel auf uns. Oh, zwei sogar. Hallo. Ich wollte nur mal Hallo sagen.
Er hier, er wundert sich noch. Ah, ist das ein Vertreter? Will der mir was verkaufen? Warte mal, er hat sogar seinen Kumpel gesagt. Warte mal, geh mal noch nicht hin. Jetzt haben sie sich entschieden. Bam. Geil. Richtig schön weggefetzt. Und das wird ja noch immer größer hier hinten. Schön, 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 schön. Zack, hier haben wir noch ein bisschen was. Komm, jetzt hack doch mal drauf. 23 Eisen. Nochmal ein paar Truhen wären geil. Oh ne, hier geht's nicht mehr weiter. Schade. Ist hier unten noch irgendwie was? Ne, schade. Okay. Sind wir jetzt schon durch mit dem Ding? Also hier drüben waren wir, hier haben wir alles abgeguckt. Jo, haben wir alles mitgenommen. Passt. Hier auch, der Knochen kann noch mit und die Pilze. Müssen wir mal gucken, waren wir hier drüben drin? Hier geht's nicht mehr weiter. Ne, hier vorne geht's noch. Wie sieht's denn aus? Na, zeittechnisch wird's knapp. Egal. Können wir später nochmal reingehen hier und gucken, dass wir noch ein bisschen Eisen holen, wenn wir es irgendwann mal wieder brauchen. So, NF. Und rein mit dir. Geil, alter Schwede, wie viel Eisen haben wir bitte die Folge gesammelt? Dann haben wir jetzt erstmal Ruhe damit, hoffentlich. Ah, die Spitzhacke kostet nochmal ein bisschen was. Ich sag mal, einen verstärkten Balken müssen wir nicht mehr so viele ziehen. Das sollte eigentlich easy peasy machbar sein. Jetzt müssen wir mal gucken, das kriege ich wahrscheinlich nicht weg, ne? Ja. Was kostet denn so ein Schmelzofen? Wir haben die Ewigkeiten nicht gebaut. 5 Sotlingkerne und ein bisschen Stein. Ist eigentlich nicht viel. Kohle ist drin. Und zack. Wir haben keine... Na gut, 5 Sotlingkerne sind halt ein bisschen eklig. Also trotzdem nicht viel. Wir können die relativ schnell holen, aber... Wie viel haben wir denn noch? Ja, komm. Zack. Und irgendwie ein bisschen Stein war es noch. Jetzt müssen wir bloß mal gucken wegen dem Abzug. Rein theoretisch würde hier ja noch einer hinpassen. Mal das hier brauchen wir da nicht, oder? Stabilisiert das irgendwas? Ich hoffe nicht. Kann ich jetzt... Ich kann das wirklich wegen dem Holz jetzt nicht hinstellen, ne? Nee. So. Ach, ich Vollidiot. Jetzt aber. So, komm, zack. Haben wir 3 Stück. Geht der ganze Spaß ein bisschen schneller. Jetzt brauchen wir bloß noch Kohle. Wir haben ja auch keine mehr reingehauen. Nee, jetzt sind wir wieder out of Kohle. Gut. Ach, es wird so geil. Guckt euch das hier an. Also irgendwie sieht es auch geil aus mit diesen ganzen Treppen und überall irgendwas hingezaubert, um irgendwie nach oben zu kommen. Aber ey, wenn das Ding mal fertig ist, dann bin ich echt stolz auf mich. Ich dachte an Feuerstelle, ich zeige es euch nochmal kurz. Ich hatte auch einen Kommentar dazu. Ich glaube, du hast es auch so ähnlich beschrieben, aber ich hatte es mir auch schon so gedacht. Lass mich mal gucken. Hier, lange Feuerstelle. Und die halt wirklich... Ah, nein, jetzt kommen wir nicht mehr mittig, ne? Ja, gut, okay, dann wird's halt so. Die Dinger, hier echt ein ganz paar nebeneinander. Aber mittig wäre schon geil gewesen wegen dem Abzug. Ja gut, dann müssen wir es halt ohne Einrasten hinstellen, ist ja auch egal. Oder kriegen wir dann irgendwie hier oben Probleme? Ja, wir kriegen dann wahrscheinlich da oben Probleme. Naja, gut, okay, mal gucken. Aber ich dachte mir, Feuerstelle und hier ein ganz paar hintereinander, dass hier so ein richtig langer Gang ist. Dann wie gesagt, hier hinten will ich nochmal die Stufen machen. Vielleicht so ab hier. Dass das ein Stück höher ist. Dass wir hier hinten einen Raum machen. Ich weiß noch nicht, ob es dann die Fressecke wird oder so oder was genau. Aber auf jeden Fall so ungefähr die Höhe. Und dann würde ich es wirklich erstmal probieren, so mit einer Galerie. Dass wir hier bei dem Raum oben die Decke haben und hier an der Seite oder so eine Leiter nach oben. Das wäre erstmal so nur eine Etage überhalb von dem Raum haben. Ich werde zwar höchstwahrscheinlich komplett auf 2 Etagen ziehen, dass wir es ganz dicht machen. Aber man kann es sich ja erstmal angucken, wie es aussieht.
Ja, so habe ich es mir gedacht. Also ich denke, mit so langer Feuerstelle, dann Abzug nach oben und halt so ein bisschen freigelassen, wie wir es auch hier drüben haben, dass du das Feuer nach siehst, sollte bestimmt geil aussehen. Mal gucken, vielleicht bastle ich es auch alles hin und baue es wieder ab. Ich habe ja schon mal gesagt, ich muss mir sowas angucken. Ich kann mir das immer schwer vorstellen. So, nee, warte mal, wir haben noch Holz geholt und wir sind schon bei über einer halben Stunde. Leute, dann müssen wir erstmal an der Stelle Schluss machen. Nächste Folge machen wir noch ein bisschen Kohle und dann geht's ab in die Ebenen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis dahin. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.